Das hier ist der The North Face Summit Kayesh Future Light. Der Schuh kostet 500 Euro. Der Schuh ist super light, also wirklich ein richtig leichter Bergschuh, gehört mit zu den leichtesten bei uns im Test. Der Schuh sieht aus wie ein hoher Bergschuh. Wenn ich die Gamasche öffne, zeigt sich, es ist kein hoher Bergschuh, es ist quasi ein Halbschuh. Und zwar ein Halbschuh, den ich über einen Bohrverschluss verschließe. Das bringt mit sich, dass ich im Fußgelenk und im Knöchel wirklich viel Kraft und viel Übung brauche, um nicht kippelig mit dem Schuh unterwegs zu sein. Alles spätestens, wenn ich Steigeisen nutze, muss man doch sehr geübt sein, um sicher mit dem Kayesh unterwegs zu sein. Wenn ich die Schnürung, sprich dieses Bohrsystem, sehr eng schnüre, sehr eng schließe, habe ich außerdem hier vorne, hatten die Tester gerne eine Druckstelle, die man sich schon sehr gut hinlegen und justieren muss mit der Enge der Schnürung, damit hier keine Druckstelle entsteht, wenn ich steiler bergauf gehe. Das war so ein kleiner Punkt, der immer wieder genannt wurde. Ansonsten ist das wirklich ein sehr leichter und interessanter Schuh, der aber sicherlich nicht den Normal-User, sondern wie gesagt, definitiv eher den Experten anspricht.